Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Und heute ein Nachfolgevideo zu dem Laubbokashi. Das haben wir ja im Herbst angesetzt mit EM, also Triaterra aktiv und durchgefeuchtet, sogar ein bisschen Urin drin. Und wir haben es nicht aufgemacht die ganze Zeit. Man hätte es früher aufmachen können, aber hat ja auch andere Sachen zu tun. Aber jetzt brauchen wir das Laub hier auf unserem Kartoffelacker. Jetzt also die große Überraschung, wird es sauer sein? Muss nicht sein. Also im Grunde machen wir Bokashi. Bokashi heißt ja, wir machen Sauerkraut aus Küchenabfällen, aus, keine Ahnung, Futter, aus in dem Falle Laub. Das heißt, es sieht noch genauso aus, ist nur ein bisschen labbrig, anfermentiert, vorverdaut sozusagen. Wenn hier Giftstoffe drin waren, zum Beispiel von dem Walnusslaub, Eichenlaub, Gerbsäuren und sowas, die Pflanzenwachstum behindern, dann bauen die sich in so einem Prozess ab. Und vielleicht ist es auch ein bisschen sauer geworden, obwohl Laub ja nicht mehr viel Zucker enthält, kann es aber sein, dass es noch genug Zucker drin war, dass es ein bisschen sauer geworden ist, dass die Milchsäurebakterien in ihm das zur Säure kommen. So, gucken wir mal. Wie sieht es denn aus? Feucht oben, jawohl. Riecht nicht sauer, da ist Laub war schon zu verrottet, da ist jetzt nichts mehr an Zuckern drin gewesen. Hier sehen wir noch einen Keim. Ich würde sagen, das hätte fast noch etwas feuchter sein können. Es sieht mir fast noch ein bisschen trocken aus, aber weiter unten ist es auch schön feucht. Ja, und es ist keine Humuserde, es wird nicht Humuserde hier drin. Also das ist jetzt fermentiert, hätte noch etwas feuchter sein können. Und wir brauchen das, riecht einfach nur erdig im Moment. Wir brauchen das jetzt, um dieses aufgearbeitete Laub, was jetzt keine Gerbsäuren und so mehr enthält, wollen wir jetzt auf unseren Kartoffeln mulchen. Und mit dem Zweck, dass wir hier keine Hackfrucht in dem Sinne mehr aus den Kartoffeln machen und ständig hacken, sondern dass wir das Unkraut unterdrücken, indem wir da quasi anhäufeln mit Mulch. Das ist also die Idee. Und bevor wir das machen, gucken wir mal in das zweite Beispiel unseres Laubbokashis. Wir haben es ja einmal in der Tonne gemacht und einmal in einer doppelten stabilen Mülltüte. Das war die erste Tüte hier. Das ist die zweite Tüte, die wir auch noch, jawohl. Auch das riecht nicht sauer, aber es sieht ganz gut aus. Ja, auf jeden Fall fermentiert, das ist in Ordnung und jetzt kann es gemulcht werden. Okay, los geht's. Ah, hier unten riecht es ein bisschen sauer, da war es feuchter. Ah ja, da riecht es richtig sauer. Also wir hätten ein bisschen mehr Feuchtigkeit haben müssen. Ja. Oben war es ein bisschen trocken, unten, wo es feuchter war, da ist es auch sauer geworden. Man sieht ja auch diesen weißen Myzel. Das ist relativ typisch für Bokashi. Machen wir eine Nahaufnahme, Ellen, komm mal ran. Dieses weiße Myzel hier, ganz typisch. So eine Myzel, weiße Hefeschicht. Strahlpilzeschicht, das ist also ein gutes Zeichen bei Bokashi, wenn die auftaucht. Ah, riecht noch erdig neutral. Hier kommen wir auf jeden Fall ein paar feuchtere Schichten. Aber da muss man jetzt keine Sorge mehr haben, dass man irgendwas mit Gerbsäuren hat oder so. Wenn es ganz sauer ist, müsste man ein paar Tage warten, bis es sich ein bisschen neutralisiert. Und das verteilen wir jetzt am besten über dem Damm, so wie man eigentlich normalerweise anhäufeln würde.
So machen wir jetzt einfach das Laub daran. Und das wird innerhalb weniger Wochen, also sag mal, wenn die Kartoffeln erntereif sind, ist das Laub verschwunden. Dann ist es schon Humus. Das wird jetzt ganz schnell gehen. Die Würmer werden das riechen, dass da was Frisches, Gutes zum Fressen ist und werden sich da bedienen. Nein, weniger. Also Mulch allgemein, dadurch, dass es besser, also bei der Mulchschicht haben wir immer den Effekt, dass der Boden ja nicht mehr austrocknet. Wir haben quasi eine Verdunstungsschutzschicht für den Boden und im Schnitt müssen wir ungefähr halb so oft wässern, wenn wir eine dicke Mulchschicht haben. Aber natürlich einmal muss man gucken, dass die Mulchschicht feucht ist, was ja hier schon der Fall ist. Das Bokashi-Mulch ist ja feucht, ja. Und Sie sehen, wir haben es ja nicht zerkleinert, das Mulch, das Bokashi, aber das ist trotzdem gut zu verteilen. Man muss das nicht zerkleinern. Das wird sich jetzt in 0, nix mit Pilzen und Regenwürmern auflösen. Genau, also ich sehe hier eindeutig, wenn es feucht wird, dann riecht es auch sauer. Also wir hätten noch mehr Wasser reinmachen müssen. Wir haben ja, wenn Sie sich das Video angucken vom Herbst, da haben wir schon jede Menge Wasser reingemacht. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen besser wässern können. Da, wo es richtig feucht ist, da wird es auch sauer. Da schaffen die EMs das dann sogar, schwer verdauliche Zellulose ein bisschen aufzuspalten, noch daraus Zucker zu gewinnen und das in Säure umzuwandeln. Aber der Abbau von den Gerbstoffen hat auf jeden Fall funktioniert. Da ist ja alles schon halb zerfallen hier, das Laub. Und auch wenn wir jetzt hier ein paar Kartoffelblätter zumulchen, die kommen da wieder durch. Das ist kein Problem. Schützen wir sie noch vor den Eisheiligen. Jawohl, riech mal. Das ist wirklich sauer, gut gelungen, fermentiert. Und durch das Mulch unterdrücken wir auch gleich das Unkraut hier auf den Kartoffeln. Das war nämlich eine Wintergründüngung. Wir hatten hier drauf Roggen, Erbsen und Rettich. Man kann Raps nehmen oder Rettich, Ölrettich, Daikonrettich oder was immer man vielleicht noch an Rettichsamen da hat, vielleicht sogar Radieschen oder so. Die bleiben normalerweise dann den ganzen Winter über grün, alle diese Pflanzen, und machen den ganzen Winter Photosynthese. Wachsen zwar nicht sonderlich, aber im Grunde das ganze Zucker, den sie produzieren, der geht dann auch ans Bodenleben, wird direkt von der Wurzel ans Bodenleben abgegeben, um da sich das richtige Bodenleben zu züchten. Und dann sind wir wirklich erst einen Tag vor der Kartoffelaussaat sind wir hingegangen und haben in dem Fall mit einer Motorhacke das 5 cm tief, 10 cm tief, maximal eher so 5 cm tief umgehackt, haben alles drauf liegen lassen, haben die Dämme geformt und Rettich, Raps und, also es war wirklich dann am 1. Mai oder so, und dann haben wir am nächsten Tag die Dämme geformt und die Kartoffeln reingelegt. Und das organische Material, das zersetzt sich in 0,6. Es ist immer noch ein bisschen Unkraut oder so hier und da, wächst wieder raus. Und da ist jetzt das Mulch interessant. Wir haben das jetzt nochmal durchgehackt, aber jetzt das Mulch als nächste Unkrautmaßnahme. Und dann kommen ja schon die Kartoffeln und machen das dicht und lassen da auch nichts mehr hochkommen. So kann man das, wie
immer grüner Acker, grüne Brücke, so kann man die Biologie, die durch die Pflanzenwurzel hochgehalten wird im Boden. Da wird ja die ganze Zeit Zucker in den Boden gepumpt. Sobald da auch nur ein bisschen Sonnenlicht kommt, kommt eben auch Zucker in den Boden. Und das hält die ganze Zeit die Biologie hoch. Die Mikroorganismen in den Populationen lebendig und aktiv. Und dann haben wir es umgearbeitet. Dann haben sie jetzt erstmal ganz viel zu fressen, weil die ganzen Pflanzenteile umsetzen, und als nächstes kommt dann schon die Kartoffel mit ihren Wurzeln und ernährt sie weiter. Also wir übergeben, wie Dietmar Neser das so schön sagt, mit der grünen Brücke, wir übergeben von einer Kultur an der andere möglichst nahtlos die Mikrobiologie, sodass zwar kein totaler Einbruch stattfindet, dass wir wieder bei Null anfangen und das langsam wieder aufbauen, sondern die Mineralisierung, die Umsetzung der Nährstoffe ist dann noch im vollen, also kann sofort wieder voll starten, ohne dass sie sich langsam aufbauen muss. Und das ist dann auch das nächste, wenn die Kartoffeln runter sind hier, dann werden wir wahrscheinlich noch, zumindest auf einen Teil dieses Beetes, dann schon im August Erdbeeren pflanzen. Kartoffeln macht das Beet quasi sauber. Und dann geht es nahtlos weiter mit Erdbeeren, und Erdbeeren dann immer kombiniert mit Winterzwiebeln, mit Rettich noch dazwischen oder was immer uns einfällt in dem Moment. Und was immer hier an Samen drin war und so weiter, ist schon gekeimt und kaputt gegangen, beziehungsweise keimt gerade und geht jetzt beim Umwandeln, beim Umlegen kaputt. Und auch irgendwelche Pflanzenkrankheiten seines Pilze, seines sowas wie Kastanienminiermotte oder irgendwelche Viren und Bakterien, die halten diese feuchte, anaerobe Fermentation nicht aus. Die sind dann nach ein paar Wochen kaputt. Man hätte das schon im November gemacht. Man sagt, glaube ich, nach dem 10. Oktober oder nach dem 10. November, da fällt das Laub. Da haben wir das ja schon gemacht, und dann hätte man schon im März das verwenden können, wenn man jetzt schon andere Kulturen hätte, die da schon Laub gebraucht hätten. Es wird zwar kalt im Winter, friert ein, das macht aber nichts. Im Moment sind die Winter ja meistens doch mit vielen Wochen über Null. Und das reicht aus, dass es auch da genug arbeitet. Ah, jetzt kommt der Bokashi-Geruch richtig in die Nase. Ich habe keine Holzkohle reingemacht. Also wir hätten ja hier auch noch Therapreta draus machen können, indem wir da Holzkohle und dergleichen mit reingemacht haben. Hätte man auch machen können. Allerdings brauchen die natürlich eine gewisse Stickstoffmenge in dem Abfallmaterial. Das geht natürlich wunderbar bei Mist oder bei Gartenküchenabfällen, bei Grünschnitt. Das hat viel Stickstoff. Aber Laub hat relativ wenig Stickstoff. Deswegen haben wir ja sogar noch ein bisschen Urin reingemacht, aber nicht sonderlich viel, um das CN-Verhältnis da ein bisschen zu verbessern, dass wir etwas mehr Stickstoff haben. Aber Kohle braucht natürlich einiges an Stickstoff, vor allen Dingen, um sich aufzuladen. NH4+, Ammonium, das mag die Kohle, um sich mit Stickstoff aufzuladen. Und da ist nicht sonderlich viel drin im Laub. Das heißt, wir hätten da die Kohle wahrscheinlich nicht vollständig aufgeladen mit Stickstoff, sondern wir hätten noch ganz viel Urin mit reingemacht. Unsere Kohle, unsere Therapreta-Kompost machen wir mit normalen Gartenküchenabfällen, Rasenschnitt und so weiter. Und da wir hier Bokashi haben, brauchen wir das nicht jetzt unbedingt mit EM, also Triatera Aktiv oder Triatera Mehr, nochmal durchgießen. Wenn das jetzt normales Laub wäre, würde ich das nochmal mit Triatera Mehr
oder Triatraktiv 1 zu 200 verdünnt durchwässern. Ist hier nicht unbedingt nötig, weil es natürlich sowieso drin ist und sich gut vermehrt hat beim Bokashi-Prozess. Das riechen wir an den sauren Ecken. Ganz klar, wir brauchen nächstes Jahr mehr Laubbokashi. Wir müssen es feuchter machen. Das haben wir gelernt, dass es richtig nass ist fast. Dann wird es richtig sauer und setzt sich noch besser um. Und jetzt lassen wir die Würmer ihre Arbeit tun und sind gespannt. Wir können ja fast vergleichen, wie die vier Reihen ohne Laubbokashi und die drei Reihen mit Laubbokashi sich dann machen. Da wird natürlich auch noch gemulcht, aber da kommt dann eher so Kompostmaterial und so weiter drauf. Also, Spitze, Laubbokashi, nächstes Jahr mehr. Bis zum nächsten Mal.